Willkommen bei Opa Jochens Rezept. Wir zerlegen heute ein Wildschwein. Zuerst wird der Kopf abgetrennt. Den nehmen wir uns später noch vor. Hier werden die unschönen Stellen vom Schuss entfernt. Und auch vom Kopf. Jetzt werden die Vorderläufe abgeschnitten. Und die andere Seite. Als nächstes wird die Bauchdecke von der Keule bis zu den Rippen eingeschnitten. Und gleich noch die Nieren entfernt. Dann wird angezeichnet, wo die Rippen gesägt werden sollen. Und dann die Bauchlappen entfernt. Hier kommt die neue Knochensäge zum Einsatz.
Diese ist so grob verzahnt, dass sie hierfür nicht zu gebrauchen ist. Also zurück zur alten Methode. Dann wird der Hals vom Rücken getrennt. Jetzt werden die Filets ausgelöst. Und die andere Seite. Wir schneiden durch die Bandscheibe und trennen den Rücken von den Keulen. Dann werden noch die Keulen voneinander getrennt. Die Keulen werden analog zu denen vom Reh ausgelöst. Das Video dazu verlinke ich euch rechts oben in der Infobox. Und jetzt zurück zum Kopf. Die Schläfen und die Bäckchen werden ausgeschnitten. Der Kopf wird dann gereinigt und mit ausgekocht.
Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, abonniert den Kanal, läutet die Glocke, alles, was ihr so von YouTube kennt. Vielen Dank fürs Zuschauen.